Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tilla und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um ein kleines Achievement, das wir einmal finden können und erkunden, dann Dracheninseln und das schimpft sich einmal Temporal Akquisen Spezialist und dafür müssen wir ein paar Quests finden und zwar durch Gegenstände in den Zeitrissen. Wo befinden wir uns? Wir sind einmal in Taldrassus auf den Koordinaten 51, 57 und dort gibt es seit Patch 10.15 ein Event, das schimpft sich Zeitriss und das findet alle Stunde zur vollen Stunde statt. Hier ist es so, dass es 7 verschiedene Versionen gibt, die wechseln auch alle durch, also nach 7 Stunden war jedes Event einmal und dann geht es halt wieder von vorne los und in diesen Events können wir dementsprechend die Items finden. Die Events sind immer in 2 Phasen gegliedert. Die Phase 1 findet einmal hier in Taldrassus statt. Da hat man dann einen Timer. Sobald das quasi losgeht, kann man mit Systormi sprechen, hat dann einen Timer und hat dann 9 Minuten Zeit, Aktivitäten zu vollführen. Wichtige kleine Randinformation. Ein Item kann man immer in der ersten Phase kriegen und ein Item kann man immer in der zweiten Phase kriegen. Bedeutet für euch, dass ihr da ein bisschen gucken müsst, ob irgendwo was spawnt. In der zweiten Phase ist es so, dass wir dann in die Mitte in ein Portal rein können und dort ist ein Boss. Beim Boss funktioniert es so, dass ihr den erst nach einer Minute angreifen könnt, dass alle die Zeit haben reinzukommen. Wenn ihr den Boss getötet habt, gibt es eine gewisse Chance, dass in dem Bossraum ein Item spawnt. Das liegt dann einfach auf dem Boden. Das könnt ihr anklicken, kriegt die Quest. Also es gibt 7 Quests aus dem Bossraum raus, ne? Von den verschiedenen, verschiedenen Zeitrissen. Ich kann euch jetzt mal auf WoW Hattes auch zeigen. Also einer heißt Asmorn Scourge, dann haben wir Azeroth quasi mit Punkten, das ist die Mecha-Invasion. Azmaloth, das ist die Murloc-Invasion. Azrath ist Fel-Demon-Invasion. Azkuroth ist Black Empire. Dann Warlands ist Horde Allianz und Uldurot ist die Titan, ne? Und bei jedem gibt es 2 Stück. Eins immer in der Phase 2. Das ist, hat aber nur eine Chance, dass es nach dem Boss spawnt. Und dann die andere Quest gibt es immer in der ersten Phase. Und hier ist es so, manchmal droppt die aus dem Miniboss raus. Da fliegt er am besten rum und macht diese Minibosse immer mit. Und dann droppt einfach ein Item auf den Boden. Ihr könnt es looten. Oder es gibt einen freundlichen NPC, den ihr anquatschen könnt, ne? Aber im Endeffekt, wenn ihr da immer mal wieder so eure Kreise dreht und ein bisschen mitspielt, dann seht ihr die Quest auf der Map, ne? Ihr müsst halt schauen, dass ihr alle 7 Dinger mal mitgenommen habt und ihr braucht vor allem in der zweiten Phase Glück, dass es halt spawnt, ne? Mehr ist es tatsächlich nicht. Also heißt, wenn ihr einige von den Events spielt, dann kriegt ihr irgendwann alle zusammen. Ein Teil, was ich jetzt als letztes noch hatte, da ist mir so ein mechanisches Viech einfach nachgelaufen, so ein freundliches, und hat mir die Quest gebracht. Dann musste ich mit ihr quasi quatschen, einen kleinen Dialog durchklicken und dann hatte ich auch die letzte Quest fertig. Alle anderen Quests waren einfach so annehmen und bei ihr abgeben. Man muss zwar immer den Zeitriss dann erst abschließen, ne, und kann sie dann erst abgeben, aber sonst müsst ihr eigentlich weiter nichts machen. Wir geben das jetzt mal ab, das war jetzt das letzte und dementsprechend habe ich jetzt alle 14 zusammen. Mehr ist es nicht. Also wenn ihr hier ein paar Tage lang die Events regelmäßig spielt, dann müsstet ihr irgendwann in allen verschiedenen Versionen der Zeitrisse drin gewesen sein und auch die Sachen bekommen haben, wenn ihr halbwegs aufmerksam auf die Map schaut und seht, okay, da ist irgendein Quest-Symbol, das nehme ich mal an. Gut, als zusätzliches Belohnung gibt es da noch Gripsy. Das ist dann einmal ein Toy, das schauen wir uns aber, denke ich mal, dann im Toy-Guide ein. Gut, dann sind wir durch mit dem kleinen Videoguide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tilla. Bis dahin. Ciao.